ultimative Runde Hide and Seek. Ich habe hier etliche Pappkartons in dem Studio aufgestellt. Ihr könnt euch gleich hier überall in den Pappkartons verstecken. Für mich wird das echt schwer, denn hier sind überall Pappkartons verteilt. Mit Hilfe eines Klicksrads wird entschieden, mit welchem Item ich auf die Suche gehe. Sogar mit einer verdammten Kettensäge. Ich habe insgesamt nur 12 Versuche. Schaffe ich es nicht, in den 12 Versuchen euch zu finden, wartet eine extreme Bestrafung auf mich. Die Bestrafung entscheidet ihr in den Kommentaren. Der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt, wenn er machbar ist. Ansonsten würde ich sagen, ihr habt 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Auf geht's! Auf geht's! Go, go, go! Hä, wohin? Was gibt's denn hier Schönes? Ich hab wirklich hin, wo geht's? Also meine Taktik wird es sein, eventuell eine kleine Box zu finden. Aber die sind halt schon ultra mini. Wo soll ich denn hin? Wir schauen mal da oben, was da so geht. Was ist, wenn ich einfach eine Kiste hier oben auf diese Traverse tue, um ihn zu verwirren? Ja, ja, lass das. Das wär's, oder? Welcher Mensch passt hier rein? Allerhöchstens ein Baby. Das wäre nicht gut, wenn da ein Baby drin wäre. So, danke. Was tust du da? Wie kann ich das machen, dass ich in so eine Kiste reinpasse? Was machen die denn da oben? Was machst du da? Er ist auf einer Side-Mission. Was ist, wenn ich gar nicht selber reingehe, sondern immer so ein Mini-Me von mir da reinpacke? Leute, solange ihr euch versteckt, ich spiele euch ein kurzes Liedchen, okay? Auf diesem schönen Klavier. Okay, weg hier, weg hier. Ich leg das jetzt in eine Kiste rein. Tschüss, Lisa. Jetzt muss ich mich nur irgendwo verstecken, wo er mich sonst nicht findet. Ich muss tatsächlich pinkeln. Okay, ich muss mich jetzt wirklich irgendwo verstecken. Ihr habt noch 2 Minuten. Alter, die Zeit rennt. Komm, Alter, ich will eine gute Kiste, ich will eine gute. Wo könnte ich mich denn hier verstecken? Hier drin, hier habe ich wenigstens Getränke und Snacks. Ich glaube, weiter vorne würde er nicht so suchen. Ich habe in einer Statistik gelesen, dass die Mitte nie genommen wird. Ich werde jetzt einfach auf den Tisch gehen. Junge, ich nehme mir schön meinen Drink mit ein. Ich gehe jetzt da drunter. Ich stehe mit in der Mitte, komm. Tu noch die ganzen anderen Kartons so ein bisschen rumschieben, dass sie denken, da hat sich jemand versteckt. Oh, das ist smart, das ist smart. Oh mein Gott. Im schlimmsten Fall mache ich es einfach zu, dann kann er mich gar nicht mehr sehen. Ja doch, das ist gut, dann kann ich so ein bisschen spähen, was er macht. Wir werden das Ding gewinnen auf jeden Fall. Ich habe Angst vor der Kettensäge. Das ist mit Sicherheit nicht das beste Versteck, aber auf jeden Fall das entspannteste. Ich habe so Angst, wie er einfach zersägt. Rick, ruf an. Alter, es ist ja so heiß in dieser Kiste. 300! 5 Minuten sind vorbei! Ich komme und mache mich auf die Suche. Let's go! Oh, ich glaube, kommt her, kommt her. Oh, seid ihr alle versteckt? Oh. Komm. Okay, Rick, leg auf. 3, 2, 1. Oh mein Gott! Wir haben Medizin bei. Oh. Einen von den Kartons werden wir den werfen. Die Frage ist nur, welchen wir werfen werden. Ich schwör's dir, wenn er mich von diesem Tisch runterwirft, ich hau ihn. Der Medizinball fällt in 3, 2, 1. Okay, da ist zwar niemand drin, der hat aber echt Glück gehabt. Ich meine. Ich habe jetzt nur noch 11 Versuche. Ich bin gespannt, was das nächste Item wird. Oh mein Gott! Ich habe extra nur für dieses Video eine Wärmebildkamera besorgt. So ein Ding kostet einfach 500 Euro. Damit kann ich einfach durch die Kartons durchschauen. Das Licht ist obviously warm. Hier ist obviously keiner. Digga, da schimmert was. Also wenn sich da irgendjemand drin versteckt hat, wie soll das wieder funktionieren? Hä? Aber ich sehe hier einfach ein Schimmern. Okay, ich würde sagen, wir machen diese Kiste auf in 3, 2, 1. Ich glaube, ich wurde gefunden. Willst du mich verarschen? Wo hast du dich versteckt? Wo kommt sie auf einmal her? Sie spawnt auf einmal. Ich stand in der Tür. Ich hab dich beobachtet dabei. Ich hätte dich niemals gefunden. Ich hätte niemals ein Item dafür geopfert, um so einen kleinen Karton umzutackeln. Also, Lisa ist die Erste, die raus ist. Ich habe jetzt genau noch 10 Versuche, um 3 Leute zu finden. 10 Versuche. Oh mein Gott. Drehen wir an unserem Glücksrad. Oh. Der Boxhandschuh. Oh oh, das kann jetzt ein bisschen wehtun an alle. Tada! Jetzt sagen wir, gehen mal hoch, da waren wir noch gar nicht. Wer hat sich hier oben versteckt? Ich wollte eigentlich in die Höhle gehen und ich bin ganz sehr froh, dass ich nicht da rein kann. Ich habe eine Box gefunden, die ich mit meinem Boxhandschuh wegschlagen werde. 3, 2, 1, die nächste Box fällt. Nein! Mann, ich wollte diesen Boxhandschuh einsetzen. Das nächste Item, let's roll it. Axt. Entweder hier oder hier zu benutzen. Go! Okay. Let's see! Nein! Gerade drin.
Ich habe noch 8 Versuche, wir haben immer noch richtig geile Items. Schaut euch das Video unbedingt komplett an. Oh, die Nerf. Richtig geil, auf die habe ich mich schon mega gefreut. Aber bevor wir den jetzt nehmen, müssen wir hier natürlich ganz konform die Schutzbrille anziehen. Der Kameramann bekommt auch noch eine. Und ich werde mit diesem Nerf Blaster jetzt einen Karton auswählen. Ich war tatsächlich erst vor kurzem bei Nerf und bin in verschiedensten Challenges gegen den Streamer Dave Knight angetreten. Es waren echt mega spannende Challenges, die wir beide machen mussten. Und es gab auch einen Gewinner. Wir haben sogar die neue Nerf Double Punch getestet, die habe ich jetzt hier nicht. Hier haben wir aber die elektrische Turbine, den ich jetzt auf einen Karton zielen werde. 3, 2, 1 und... Schauen wir mal, ob da wer drin ist. Oh. Das hat der hier drin! Das ist aus. Yes! Mann! Bei dem Nerf Battle ging es auch nicht nur um die Ehre, sondern um noch einiges mehr. Deswegen schaut euch unbedingt dieses Video an. Tragt euch dafür unbedingt das Datum ein, und zwar den... Und vielleicht ist das Video ja auch jetzt schon online, wenn ihr das Video gerade seht. Deswegen, der Link zum Video ist dementsprechend auch der erste Link in der Videobeschreibung. Schaut es euch unbedingt an, aber nach diesem Video. Ich habe jetzt so 7, ich habe schon 2 gefunden. Meine Chancen stehen gut. Vielleicht erkennt er mich in meinem Schrank, weil ich es verhalte. Oh! Oh! Jetzt wird's richtig, richtig spannend. An alle, die jetzt hier gerade noch versteckt sind, schreibt bitte beide mal auf 3... Warte mal, wie ist bitte dieser Karton da hochgekommen? Also wenn sich da jemand versteckt hat, dann will ich auch nicht weiter. Aber das werden wir jetzt hören. 1, 2, 3. Irgendwas da hinten gehört. Und hier ist noch einer. Ha, welchen nehme ich? Den hier? Oder der hier? In der Mitte ist auf eine Kiste. Weg. Diese Kiste ist weg. Das ist die Kiste. Und 3, 2, 1. Ich habe keine Lust auf die Bestrafung, die ihr mir da in den Kommentaren stellen wollt. 3, 2, 1 und... Das macht jetzt richtig spannend. An alle, ihr habt jetzt 15 Sekunden Zeit, euer Versteck zu ändern. Ich gehe raus. Die Zeit läuft ab jetzt. 15, 14. 15 Sekunden, das ist zu viel. Oh. 3, 2, 1. Ich hoffe, ihr seid alle versteckt. Es ist langsam sehr, sehr. 5 Versuche, ich habe noch 2 Treffen. Das ist Motorsäge, das ist Motorsäge. Schauen wir mal, ob es ein Motorsäge wird. Auch geil, auch geil. Das ist der Laubbläser, ne? Keine Ahnung, wieso es funktioniert. Ja, oh, ja, mal, ja, nochmal. Ah, oh, oh. Ich kann normal sehen jetzt dran. Nein! Ja. Du bringst mir keinen Glück weg! Den Sumo-Ringer! Boss-Transformation! Da kann mir gar nichts passieren. Ich werde mich jetzt hier irgendwo drauf werfen. Oh, da. Säge! Ich habe mir bei der letzten Suche echt schwer getan zwischen diesem hier und diesem hier. Achtung auf den Kopf aufpassen! Hallo! Alter, das ist hier Wahnsinn! Was geht? Mann, du bist schon 5-mal auf meinen Karton gehauen. Ich habe jetzt noch 2 Versuche und eine letzte Kandidatin, die hier drin ist, und das ist Lucy. Lucy, komm her! Ich hoffe, das hat so. Werde ich sie finden mit dem nächsten Item. Und zwar Baseballschläger. Oh, die arme Lucy. Lucy möchte, glaube ich, raus. Hier hinten in der Lounge, den haben wir, glaube ich, hier voll vergessen. Bevor ich da drauf schlage, darf ich hier draufhauen? Nein! 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 Wenn ihr euch fragt, warum ich gerade gefragt habe, einfach bevor wir hier mit so richtig fetten Teilen irgendwo draufhauen, frage ich immer, wenn ich schon ausgewählt habe. Letzte Versuche, wenn nicht, haben wir gewonnen, und dann musst du die Bestrafung machen. Let's go. Und es ist die Motorsäge! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Das kann nicht sein. Der finale Versuch wird mit der Motorsäge sein! Lucy! Ich muss
Ene Mene bist es, Sachen in der Kiste, Ene Mene weg und du bist weg. Die Entscheidung ist auf eine Kiste gefallen. Yes! Yes! Oh mein Gott! Bist du tapfer? Wieso schneidest du da rein, wenn ich da drin bin? Ja, nur eine kleine Ecke, um rein. Du bist nicht normal! Oh, auf dem letzten Versuch, Alter, war das knapp. Checkt auf jeden Fall den Nerf-Kanal jetzt aus, um das Video nicht zu verpassen. Abonniert ihn. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.